Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wer und wie auch immer Leute Anteil nehmen. Wir sind wieder beim samstäglichen Verantwortungstreff von Schenkerbewegung oder Samstalk, wie es seit Jahren so ist. Der versucht, die Menschen einmal in der Woche vielleicht für eine Stunde rauszureißen aus dem Trott oder Fluss der Dinge. Und die Verantwortungsfrage mit ins Spiel zu bringen. Nicht nur für die Zimmerpflanze auf der Fensterbank, sondern wie sieht's aus insgesamt mit dem Verantwortungsbegriff? Darüber mal nachzudenken. Und wir sind seit ein paar Monaten da im Kern ein Team, was sich auch als Kristallisationspunkt versteht, also was die Geistes- und Argumentationskultur angeht, die freie Argumentekultur. Also ein Kernteam, was sich da als Kristallisationspunkt versteht für ein Kommunemodell. Die frei argumentierende Kommune. Das muss am Ende natürlich auch gelebt werden in leibhaftiger Gemeinschaftlichkeit. Aber genau, da kommt die Anzeige, oder war die Anzeige eben noch. Ja, dann schaltet da so ein paar Bilder für die Zuschauer auch ein. Die Anzeige, genau. Das ist am Ende das, worauf es ankommt. Ne? Wir können alle möglichen Zwischenreformen versuchen. Am Ende müsst ihr auch mit den Füßen und mit dem Herzen und dem Kopf und mit allem, mit den Füßen dann abstimmen, indem ihr dahin geht, wo die ganzheitlichen Lebensformen möglich sind. Ja, und da habt ihr dann jetzt eine Möglichkeit hinzufinden, auch indem ihr teilnehmt an diesem geistigen Austausch, mit dem wir da diese Kommune-Kultur hier schon mal so ein bisschen virtuell quasi vorüben wollen. Genau. Und diese Kerngruppe besteht dann seit Monaten aus dem Dylan, dem Luis und meiner Unbedeutendheit. Und wir haben da das Modell des Redekreises, was die Technik angeht, unseres Samstalks. Das heißt, wir gehen in einer bestimmten Reihenfolge rum mit den Redebeiträgen. Man hat unterschiedlich lange Zeit. Also manchmal haben wir 2 Minuten gesagt, manchmal haben wir 4 Minuten gesagt. Ich kann mir vorstellen, wir machen heute 3 oder 4 Minuten. Das kann der Dylan mit seiner Zeituhr dann erstmal so einstellen. Und wenn ihr irgendjemand was stört, ne, also fühlt euch hier bei uns geistig schon mal wie zu Hause. Wenn irgendwas stört, dann schreit ihr und dann überlegen wir, wie wir den verschiedenen Bedürfnissen so gerecht werden können. Wir nehmen es auf. Man kann sich anonymisieren, wenn man will. Aber ich habe so viel zu tun, auch mit Denken und Reden, dass ich meine Energie möglichst nicht vergeuden will. Das heißt, es sollen viele was davon haben. Wer schreibt, der bleibt. Oder wer hier beim Samstalk mitredet, der bleibt sozusagen. Damit das auch angeschaut werden kann und den Anspruch des Modellverhaltens hat. Bei neu dazugekommenen, die ich ganz herzlich begrüße, den Thomas. Und dann haben wir dabei eh schon unsere altgediente Mitidealistin Gela, die in Berlin schon intensiv auch mitgemacht hat, das Demokratiefürsorgecamp am Leben zu halten. Da freue ich mich auch ganz doll, dass die Gela auch mit dabei ist. Und diese so zwischendurch mit ins Spiel kommenden können dann, wenn sie zwischen den Redebeiträgen von uns was sagen wollen, wenn wir nicht sogar nachfragen, gerne sich dann melden und an der Stelle was sagen und dann werden sie da in der Reihenfolge so auch mit eingereiht. Okay, soweit die inhaltliche und formal-technische Einführung in den Samstalk, das Verantwortungstreffen. Und ich gebe an den Dylan weiter für den ersten Beitrag. So. Und jetzt müsste man mich auch telefonisch gut hören können. Jetzt habe ich da ein komisches Geräusch gehört im Online-Bereich, da muss ich gerade noch mal hin. Was ist da passiert? Hat da noch jemand? Vielleicht ich sehe den Super Luis im Online-Bereich. Ah ja, das war das, was ich gehört habe. Das linke Auge und die Nase ist sichtbar. Ja. Jetzt der Finger auch. Ja. Also er ist da, sogar mit Bild. Alles klar. Dann kann ich ja loslegen, ja? Gela hört mich wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus. Und ich starte. Was ist das Resümee des Weltrates für die Ursache aller Menschheitsprobleme? Es gibt nur eine Antwort, die Marktwirtschaft. Und das Problem ist, wenn wir Kommune aufbauen, da ist die Marktwirtschaft
von den Teilnehmern der Kommune im Kopf mitgebracht wird, und zwar in Form derjenigen vorteilbringenden Irrtümer, die in den Sparten zu Profiten führen. Gela, für dich, ich zeige gerade die Partei des Gemeinwohls, um klarzumachen, dass wenn wir dann eine Kommune haben und wir dann irgendwann doch überlegen, ob wir Tauschhandel und Markt einführen wollen, dann muss es Gemeinwohl wirtschaftlich sein, denn wenn wir Marktwirtschaft wieder machen, kriegen wir genau denselben Mist wieder, den wir heute in der Welt haben. Denn die Marktwirtschaft produziert immer wieder Profite auf Kosten der Menschen, bedeutet immer wieder viele kranke, viele unglückliche, viele leidende Menschen. Automatisch. Und jetzt zeige ich ein Bild für die für Gela, die das jetzt nicht sehen kann. Das sind die verschiedenen Angebote, was der Weltrat alles macht. Individualtherapie, VIAT. Und das ist hier unsere Supervision, Kommunensupervision. Und wir sind, mein Vorschlag ist, dass wir ganz stark heute wieder auf das Thema gehen. Wo irre ich mich? Wo irrst du dich? Wer bringt welche Irrtümer aus der Marktwirtschaft, welche vorteilbringenden Irrtümer aus der Marktwirtschaft mit in die Kommune und reduziert mit diesen Irrtümern das Glück aller und die Gesundheit aller und so weiter. Ja? Das heißt also, die Irrtümersuche ist das A und O. Und hier habe ich jetzt das Bild, die Diktatur der Sparten in der Marktwirtschaft. Jede Sparte, die Alkoholsparte, die Tabaksparte, die Nahrungssparte, die Sozialsparten, alle liefern sie bestimmte vorteilbringende Irrtümer, die uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen und die wir alle mitbringen in die Kommune, ja, und die alle dort stören. Und dann vielleicht noch der letzte Gedanke für diese erste Runde, das Kioskbeispiel, wo ich ja auch eine Sendung dazu gemacht habe. Das bedeutet, wenn wir uns zwei Kioske neben einer Schule vorstellen und der eine versucht, gesunde Nahrung zu verkaufen und der andere verkauft den Kindern zuckersüchtig machende Zucker, Müllnahrung und so weiter, dann stellt sich tatsächlich raus, dass der mit dem gesunden Kioskangebot überhaupt keine Überlebenschance hat, weil die Miete für den Kiosk richtet sich nach dem Kiosk, der mit seinen Zuckerwaren die Leute krank, aber auch zuckersüchtig und kaufsüchtig macht und auch noch durch bestimmte manipulative Geschichte. Ich habe da erfunden, das sei ein Russe mit einer homosexuellen Feindlichkeit und der die Kinder also quasi daran hindert, ein zum Beispiel homosexuelles sich selbst entdecken zu entwickeln und dann glücklich zu werden in Körperkontakten. Und dieser Manipulator quasi, der wird immer mehr Geld verdienen als der andere, wird deswegen mit seinem Sohn auch den anderen Kiosk besetzen und irgendwann übernehmen, weil der andere die Miete einfach nicht mehr bezahlen kann mit seinen gesunden, permakulturell gewachsenen, Ursorten, rückgezüchteten, gesunden Obst und Gemüse, ist der in der Marktwirtschaft einfach nicht konkurrenzfähig. Und das bedeutet, dass das Gesetz gilt. In der Marktwirtschaft stirbt Wahrheit grundsätzlich immer und überall aus. Und nur in der Gemeinwohlwirtschaft kann Wahrheit überleben und breitet sich die Wahrheit aus. Und deswegen müssen wir gucken hier, wer bringt wie viele Irrtümer aus der Marktwirtschaft mit in die Kommune, was immer irgendwie die Kommune beschädigen wird, mehr oder weniger stark. Ich gebe weiter an Öff, vermute ich mal. Und ich lege das Mikrofon wieder drauf, das Telefon wieder drauf. Ja, danke, Dylan. Auch mit Blick, dass wir neue Leute haben, mache ich mal eine Einleitung, die so eben gleich begeistern kann für unser Kern- und Herzensanliegen. Und das ist die Vorstellung eben von der liebevollen und verantwortlichen Lebensweise und Gemeinschaft. Und das fängt unter uns Menschen damit an, also wenn wir irgendwie einander liebevoll behandeln oder miteinander teilen wollen, dann müssen wir erstmal bereit sein, zumindest miteinander zu reden.
bevor wir äußere Dinge oder irgendwas anderes, Größeres miteinander teilen, ist es eigentlich eine ganz grundlegende Selbstverständlichkeit, dass die Menschen als die denkenden und sprechenden Tiere das Denken und Sprechen miteinander teilen. Und insofern ist die Wurzel, wie wir das Ganze entwickeln wollen, die freie Argumentekultur, die Gleichberechtigung der Menschen im Austausch von Informationen, Meinungen. Verzeihung, ich höre nichts. Liegt das an mir, oder? Ja, mein Mikro scheint an zu sein. Dylan, Technik, was sagt die Technik? Also ich höre dich, FF. Ah, super, super. Also Thomas hört mich schon mal. Das ist natürlich... Ja, also ich war dabei. Was ist der Kern? Ne? Warum sollten alle eigentlich eher gestern als statt heute bei uns mitmachen? Weil wir die liebevolle, verantwortliche Gemeinschaft, Lebensweise und Gemeinschaft suchen. Fängt an, dass wir bereit sind. Der Thomas hat die Kopfhörer wieder auf. Versteht er mich jetzt wieder gut? Super. ich verstehe. Also es fängt an... Sehr gut, sehr gut. Also, liebevoll sein fängt damit an, offen miteinander zu denken und zu sprechen. Dann geht's weiter, aber dann kommen auch einige Dinge ganz selbstverständlich raus. Also wenn wir uns schon so als Geschwister im Denken und Sprechen annehmen, dann werden wir uns auch sonst als Geschwister behandeln wollen, was eigentlich auch von hohen Geistern und Philosophien der Menschheitsgeschichte so immer vertreten wurde. Bis hin heute, wenn man guckt, Artikel 1 der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt. Das ist wieder dieses Miteinander denken, sprechen und verantwortlich sein wollen. Und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Und damit komme ich zu dem Punkt, wo trifft sich das auch mit dem, was jetzt der Dylan vorher gesagt hat? Warum ist die Markt- oder Tauschwirtschaft insgesamt so ein großes Problem? Weil sie den Blick des Menschen verengt. Er schaut nicht mehr so weit, weder aufs Menschliche noch aufs Verantwortliche, sondern wie kann die kleine Splitterrechnung am besten erledigt werden, aufgehen, Profit bringen. Und an Veranschaulichung in zwei Sätzen ist am leichtesten möglich, also für diesen Zusammenhang. Für mich, wenn ich mich beziehe auf das Buch von Gräber, Schulden die ersten 5000 Jahre, wo er so wirklich die Urgeschichte der Menschheit auch anschaut. Und da sagt er, ja, eigentlich lebten die in Familien und Stämmen zusammen. Es gab auch Tausch, Vergeltungstausch, aber nur mit Fremden und Feinden. Also wenn die mit Leuten zusammenkamen, wo sie nicht mehr diese Vertrauensverbundenheit hatten, sich so als Einheit fühlen konnten, dass sie wussten, da kann ich einfach was geben, wenn der andere es braucht und der wird sich um mich genauso kümmern, weil da ist eine viel höhere Dimension oder tiefere und weitere Dimension von Verbundenheit. Da kann ich geben und ich weiß, der andere, ohne dass ich mit ihm abrechne, gibt mir, wo ich brauche, auch aus dieser liebevollen oder als Vernunftwesen verstandenen Einheit und Verbundenheit in der Gruppe. Und wenn ich aber Menschen auf Menschen treffe, die mir feindlich sein können oder die ich nicht kenne, die mir fremd sind, anonym, wo ich nicht weiß, woran ich mit ihnen bin, dann weiß ich auch nicht, ob wenn ich ihnen einfach gebe, ob sie mir auch einfach geben werden, also wird abgerechnet. Und insofern hat der Tausch und die Vergeltungsrechnerei schon den Bruch dargestellt mit diesem ganzheitlichen rechnen können, kann man auch sagen. Also Gesamtrechnung statt Splitterrechnung. Und wenn man das jetzt wirklich, was nicht alle frühen Völker konnten, also manche haben dann als Menschen nur die Mitglieder des eigenen Stammes oder der eigenen Sippe oder der eigenen Volksgemeinschaft angesehen. Aber wenn wir das heute so erweitern können, dass wir sehen, der andere ist eigentlich schon Geschwister für mich, Bruder oder Schwester, weil er diese Vernunft- und Gewissensseele in sich hat. Und da will ich so auf ihn zugehen, dass diese Verbundenheit auch wieder entstehen kann und uns zusammenschweißen kann, auch in neuartigen menschheitsgeschwisterlichen Kommunen. Wenn ich das so mache, dann habe ich diesen Geist der ganzheitlichen Verbundenheit und des ganzheitlichen Teilens auf die ganze Menschheit bezogen und kann wirklich frei mit jedem Menschen als Bruder und Schwester versuchen, diese Art von Lebensmodell aufzubauen. Das ist das, worum es im Kern bei uns geht. Und
gleich für alle, auch die Zuschauer, vielleicht als letztes auch, reicht dann auch für die erste Runde, denke ich. Piep, 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 piep. Also, es fängt an eben mit dem gemeinsamen Denken und Sprechen. Und wer über das, was hier jetzt so in den Talks dann vorkommt, hinaus mit mir da in die Breite und Tiefe gehen will, kann das in unserer ersten korruptionsbefreiten Austauschplattform tun, dem Freie Argumente-Kulturforum, www.freie-argumente-kultur.de. Genau, der Dylan blendet es auch ein. Das ist es. Wer schreibt, der bleibt und alle anderen können mit uns gemeinsam dann da denken. So breit wie möglich die Geisteskultur ausfalten. Ich gebe weiter. Na, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz dran bin. Ich übernehme jetzt einfach mal das Wort. Weil kannst du gerne, kannst ja dazwischen nicht schalten, genau. Weil jetzt schon sehr viele Wörter gefallen sind, die mich irgendwie ein bisschen antriggern. Und bloß kurz zu meiner Vita. Ich habe von 88 bis 92 Betriebswirtschaft studiert, bin nachher zum Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, bin seit 20 Jahren selbstständig im Bereich der Unternehmensberatung und hier hauptsächlich strategische Beratung tätig. Also, ich weiß durchaus, von was wir hier sprechen. Und ja, Marktwirtschaft ist kritikwürdig und man muss sich auch unbedingt mit der Marktwirtschaft auseinandersetzen, um klar zu werden, welche gesellschaftlichen Verwerfungen dieses System mit sich bringt. Nur eine Sache ist wirklich von der Marktwirtschaft im Vergleich jetzt zu egal zu welcher anderen Wirtschaft, ob der zentralistischen Verwaltungswirtschaft ist, zu einer Gemeinwohlwirtschaft, egal wie diese Wirtschaftssysteme aufgebaut sind, letztendlich geht es immer um die Verteilung der sogenannten knappen Güter. Der Mensch an und für sich, habe ich festgestellt, ist ja in vielerlei Hinsicht ein Viech, der gern mehr hat als die anderen, der auch gern mehr hat als der Nachbar, der einfach an und für sich gern mal gierig ist und an und für sich halt einfach ziemlich einen Scheißdreck drum schaut, wie es dem anderen geht, solange ihm seine Hose gefüllt ist. So, da muss ich sagen, Marktwirtschaft hat nur einen Vorteil. Er bringt so ziemlich die besten Mechanismen mit. Ich habe mich bisher mit den die besten Verteilungsmechanismen bringen damit. Ich habe mich bisher eigentlich eher bei der Kritik der Marktwirtschaft, so wie sie derzeit existiert, immer zurückgezogen, dass wir in Deutschland ja schon viele Systeme durchhaben. Egal, ob im Osten, im Westen und so weiter. Es hat sich herausgestellt, dass für das Gemeinwohl, geschichtlich bisher, die wirkliche soziale Marktwirtschaft ein interessantes Modell war. Ich sage es extra war, weil jeder, der heutzutage behauptet, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, der lügt. Wir leben in einem gemischt genutzten System. Und ich habe mich dann ein bisschen mit der sozialen Marktwirtschaft beschäftigt. Da bin ich dann über Eutgen gekommen, der die geistigen Voraussetzungen für den Ordoliberalismus gesetzt hat und Müller-Arnags christliche Soziallehre. Diese beiden Dinge haben tatsächlich bewirkt, dass die Wirtschaft nach 1945 tatsächlich wieder floriert hat und vor allen Dingen einen allgemeinen Wohlstand aufgebaut hat. Jetzt sehe ich gerade Gemeinwirtschaft, Tauschhandel, wir sind eine Sippe, jedem soll alles gehören und keinem gar nichts. Das wird problematisch, das möchte ich jetzt hier einfach mal sagen, weil ungeachtet davon, dass wir uns über das System unterhalten können, müssen wir uns über die Schwächen des Menschen klar werden. Und
Auch hier gibt die christliche Lehre die 7 Todsünden im Grunde genommen. Piep, piep, ja, piep, 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 piep. Oh, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Die Probleme, die hier entstehen, sind oft menschlicher Natur, wie Gier oder Geilheit bedingt. So, ich bin wieder ruhig, der Nächste. Ja, danke. Ich bin ja total froh, dass der Thomas meiner Einladung gefolgt ist. Wenn ich kurz so erklärend formulieren darf, lieber Thomas, ich kenne ihn von einem aus Öffis Sicht großen Sündenpfuhl, dem Schachplatz, wo ich so gerne meine Zeit verschwende und mich von der Realität ablenke. Und da habe ich ja gute Erfahrungen mit dem Thomas gemacht, fing unter anderem damit an, dass er mir Links gegeben hat, die Klima Mainstream-Sicht stark in Frage stellen. Und als ich im März 2020 auf einen Bauernhof der Schenker-Bewegung gegangen bin, habe ich kurz mit dem... Also bei mir kriegt das jetzt Tonschwankungen. Wenn du genau beim Mikro bleibst, du ist das vielleicht günstiger oder vorteilhafter. Also ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, aber bei mir wird schwankend, also je konzentrierter... Ja, der Ton war schwankend. Also Luis, bitte sehr konsequent am Mikro bleiben. Ja, der Ton ist oft schwankend, auch wenn ich völlig konsequent am Mikro bleibe. Das hat scheinbar nicht direkt mit dem damit zu tun, aber vielleicht wird es ja besser. Jedenfalls hat da der Thomas, also das war am Anfang von Corona, mich damit beeindruckt, dass er sich seine eigenen Prognosen errechnet hat, wie die Krise kommen wird. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, ich bin neugierig, wie er da so denkt. Und dann haben wir letztens telefoniert und ich war sehr erleichtert zu hören, zu welchen Schlüssen er gekommen ist. Und dann haben wir angefangen zu philosophieren und dann dachte ich, Mensch, das wäre interessant, wenn der Öffi mit ihm sprechen würde und schwuppsdiwupps sind wir hier. Ja, ich schätze sehr an der Situation hier, dass man theoretisch über alles sprechen kann und die Leute interessiert sind, Gegenmeinungen zu hören und auseinanderzunehmen. Und für die Leute, die zum allerersten Mal dabei sind, ich verwalte so einen Bauernhof in Mecklenburg, sehr heruntergekommen, aber große Potenziale, wahnsinnig günstige Lebenskosten, wenn man mit Regenwasser duscht. Und ansonsten zählte ich in Berlin, um die Demokratiefürsorge weiter voranzubringen. Ich weiß nicht, wie geeignet YouTube sein wird, um das genauer zu diskutieren. Vielleicht habe ich da sowieso ein Reizwort schon zu stark ausbuchstabiert. Ich freue mich, dass wir hier sind und gebe mal an die Gela weiter, falls sie was sagen möchte. Gela, möchtest du? Nee, ich warte noch eine Runde. Dankeschön. Alles klar. Dann bin ich dran. Ich habe es... schon, gell, ich bin doch dran, ja. Ich hab's aufgeschlagen für den Thomas schon. Danke. Die Seite der die ersten Sätze von der Partei des Gemeinwohls, das ist nämlich die Gemeinwohlwirtschaft, die dir offensichtlich noch in dieser Form völlig unbekannt ist. 600 Euro plus mehr für jeden Arbeitnehmer in Deutschland bedeuten würde, also 500 Milliarden jährlich plus volkswirtschaftlich bedeuten würde gegenüber der Marktwirtschaft. Also dieses eine Argument, dass die Marktwirtschaft Wohlstand erzeugen würde, gilt nur im Vergleich mit wohlstandsruinierenden Systemen wie der DDR, also Pseudo-Marktwirtschaft, Pseudo-planwirtschaftlichen und pseudo-kommunistische Konzepte, da ist die Marktwirtschaft deutlich besser vom Wohlstand her, das ist richtig. Aber das Problem ist, dass die Marktwirtschaft 500 Milliarden pro Jahr in Deutschland schlechter ist vom Wohlstand her als die Gemeinwohlwirtschaft. Warum? Aber erst nochmal zu dem Positiven, was Thomas gesagt hat, ist, was ich da positiv daran finde, dass er nämlich eine gewisse Kritik geäußert hat an dem Konzept völliger Selbstlosigkeit. Also wir hatten nämlich hier, wir haben ja auch minimale Unterschiede daran, ob der Mensch in der Lage ist, in der Gemeinschaft dann wirklich völlig altruistisch
geschwisterlich, wie öfters dann immer so sagt, glaube ich, geschwisterlich zu teilen, familiär sozusagen geschwisterlich, selbstlos, altruistisch zu teilen. Und wobei ich immer wieder sage, als naturwissenschaftlicher Denker, Vorsicht, auch das Schenken der Bonobos hat immer eine ganz leise, egoistische, gesund egoistische Untertönung, also einen ganz leisen Unterton. Die Bonobo-Männer schenken zum Beispiel alles, was sie finden, den Frauen und Kindern, aber immer auch mit der Erwartung, dass das auch anerkannt wird von den Frauen, dass das in einer etwas erhöhten Wahrscheinlichkeit auch von Liebesintensitäten teilweise zurückkommt und so weiter. Also da ist auch schon ein gewisses egoistisches Element dabei, was der Öff-Öff etwas weniger, glaube ich, sehen würde als ich. Da ist schon ein ganz kleiner Unterschied. Also insofern fand ich es interessant, dass der Thomas da quasi so reingebracht hat, dass er sich schwer vorstellen kann, dass in der Kommune dann so eine ja sehr umfangreiche Selbstlosigkeit wohl funktionieren kann. Aber jetzt will ich auf jeden Fall kurz drauf eingehen, was ist das Entscheidende, von was Thomas noch nie im Leben gehört hat, nämlich von unsere 23 Professoren haben ja die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre begründet, die NVWL. Und der Thomas kennt wahrscheinlich nur die BWL und die alte VWL und die ist völlig veraltet und hat überhaupt keinen Realitätsbezug. Denn was fehlt? Ich mache ein Beispiel. Wenn wir zwei Tauschhändler haben in der Evolution und der eine Tauschhändler bringt ungesunde, gezuckerte Waren zum ersten Mal auf und der andere bringt reife Früchte, die sehr, sehr schnell verderben und sehr schwer zu transportieren sind, dann hat der mit den gezuckerten Waren einen Marktvorteil, obwohl er die gesamte Bevölkerung krank macht durch Zuckerprodukte. Das heißt, der, der Schäden anrichtet, hat in der Marktwirtschaft einen Marktvorteil. Und den nehmen wir in der Gemeinwohlwirtschaft weg und unterbinden damit, also derjenige, der die Leute mit Zucker vergiftet, der wird quasi finanziell abgestraft in der Gemeinwohlwirtschaft. Dadurch kommt es zu weniger Krankheit in der Gesellschaft. Wir sparen enorme Krankheitskosten ein und das bedeutet dann einen kleinen Teil derjenigen 500 Milliarden Euro, die man in der Gemeinwohlwirtschaft reicher wird als in der Marktwirtschaft, ne, als Staat. Und der andere Punkt, der entscheidende Punkt ist, wenn jetzt der eine Händler den Irrtum entwickelt und sagt, quasi anfängt drum zu erzählen, liebe Leute, euer erfülltes, liebevolles Körperkontaktleben in eurer Kommune, dass ihr so viel Sex habt und so viel Zärtlichkeit, das ist alles eklig, widerlich, schlecht und unkeusch und so weiter, dann wird genau dieser Händler wiederum mehr verkaufen, weil die Leute konsumsüchtig werden. Also was in der alten VWL nie Thema war, war die Unterdrückung der Sexualität als Konsumsucht erzwingender Mechanismus in der Marktwirtschaft. Das heißt, Marktwirtschaft erzeugt, jetzt letzter Satz dazu, unglückliche, einsame, kaufsüchtige Singles, zerstört Lebensqualität und ist vom Wohlstand noch nicht mal, auch nicht halbwegs konkurrenzfähig mit der Gemeinwohlwirtschaft. Und das ist so der Punkt, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich die meisten Teilnehmer hier jetzt interessiert, was das für die Kommune bedeutet. Aber das kann ja öfter nochmal versuchen zu übertragen. Was bedeutet das? Wollen wir überhaupt Tauschhandel in der Kommune oder wo nicht und so weiter. Ich gebe weiter an öfter. Ja, danke schön an die Vorredner. Ja, Thomas, ich bin Theologe, also mit der christlichen Soziallehre und Wirtschaftsethik insofern sehr vertraut, auch mit der Bibel beispielsweise, und habe aber auch als Philosoph, das ist mein zweites Studienfach, also mich mit Anthropologie, auch vergleichende Anthropologie beschäftigt, also Literatur dazu ist am besten Harold Barclay, Anthropologie der Anarchie. Und wenn wir das anschauen, stellen wir fest, dass der Wirtschaftsbegriff der modernen Wirtschaftswissenschaften erschreckend verengt ist.
Also genau betrachtet ist es ja nicht nur das Wirtschaften mit knappen Gütern, was da angesetzt wird, sondern als Wirtschaftslogik wird der Mensch ja als ein rationales Wesen betrachtet, was von der Gier beseelt ist, der Homo economicus. Ach, lol, wie, praktisch jetzt gerade. Wie kann ich aus Geld mehr Geld machen? Ein erweiterter Begriff von Mensch und Wirtschaft kriegt da ganz andere Dimensionen. Ich reiße nur ganz kurz an. Es gibt Naturvölker, die diese Art von ganzheitlichem Teilen, dass man nicht guckt, ich gebe, um möglichst viel zurückzukriegen, oder ich gucke, ich gebe und wie viel kriege ich zurück, sondern ich gebe, um gemeinsam mit dem anderen zu schauen, wie es im Ganzen stimmen kann. Das ist bei Naturvölkern wie den Pygmäen oder den Penan beispielsweise anzutreffen. Also übrigens auch schon bei den Affen ist zum Teil, also gerade bei den Bonobos, dieses großzügige und freie Annehmen auch. Also als eine Definition des Menschen ist, er kann auch Fremde beschenken. Also sind alles so Aspekte, die man dann mit betrachten kann. Und du weißt ja dann auch, Thomas, dass die soziale Marktwirtschaft nicht der Hauptinhalt der christlichen Lehre ist, sondern die geschwisterliche Kommune. Also wo die Menschen, wie in der Apostelgeschichte steht, dann ein Herz und eine Seele sind und alles miteinander gemeinsam entscheiden und alles miteinander teilen. Und das, was sie übrig haben, den Armen noch geben. Und ich glaube, diese Art von Auffassung des Menschen und seines Wirtschaftens, die ist auch erheblich realistischer, weil ich glaube, dass der Mensch am Anfang wenig vor Mangel stand. Also wir sind das Ende der Nahrungskette. Und durch unsere Intelligenz und die Waffen, die wir geschaffen haben, waren wir ganz schnell in der Lage, auch das Feuer, was wir bändigten, dass die anderen alle vor uns weggelaufen sind und wir die Macht übernommen haben schon auf diesem Planeten. Das heißt also, wir als höchst entwickeltes Lebewesen auf diesem Planeten haben am leichtesten die Möglichkeit, Mehrwert zu erzeugen. Also mehr, als wir brauchen, um unsere Maschine am Laufen zu halten. Und könnten also sehr gut nach so einem Maßstab gehen, wie können wir den Überfluss sinnvoll verwenden und kanalisieren, auch unter uns. Also nach dem Motto, wenn wir teilen, gehört alles allen. Das kann eine superschöne Vision sein, die wir Menschen auch hochgradig, jedenfalls höhergradig als jedes andere Lebewesen, verwirklichen könnten. Es setzt natürlich voraus, dass wir dafür diese Vernunft- und Liebeseinstellung bekommen, wie es die Menschenrechte in Artikel 1 sagen, oder das christliche Menschenbild, die Nachfolge Jesu. Und dass wir eben sagen, wir leben im Reichtum, den Gott uns hier schenkt, als seine Kinder, als Brüder und Schwestern, und entsprechend gehen wir miteinander um, und das ist das Ideal. Und jetzt komme ich mal wieder ganz nüchtern eben noch mit ein paar Sätzen zum Rationalismus. Also als Philosoph habe ich mich am Ende für den kritischen Rationalismus im Sinne von Karl Popper entschieden. Und da habe ich das in meiner Art und Weise so entwickelt, dass ich jeden Menschen, egal was er am Anfang denkt und auch welche Erkenntnisfähigkeiten von sich in den Mittelpunkt stellen will, vielleicht auch irgendwelche Gefühlsmäßigkeiten oder Offenbarungen von aufgestiegenen Meistern oder was auch immer, was er erleben mag und was er erstmal als seine Bewusstseinssphäre betrachtet, dass ich versucht habe, wie kann man jeden hinführen zu dieser Werteeinstellung, die ich für möglich halte. Und das kann eben dann geschehen, wenn man jeden Menschen fragt, egal wo er am Anfang ist, möchtest du dir die Verantwortungsfrage auch stellen? Und wenn er sagt, ja, also welche Folgen hat mein Verhalten und ist das gut oder kann ich dazu stehen? Dann kann man mit ihm darüber reden, wie kann ich denn die Folgen meines Tuns ausreichend erkennen, um mich dann orientieren zu können? Wie kann ich Maßstäbe mir denken, nach denen es gut wäre, angesichts dieser Folgen und Probleme umzugehen? Eben sowas wie Artikel 1 der Menschenrechte. Und wie kann ich ein System mir vorstellen, was auch die Kinder am anderen Ende der Welt und in der fernen Zukunft als gleichberechtigt noch mit anerkennen und würdigen kann? Und auf alle diese Weisen, wenn sich ein Mensch darauf einlässt, glaube ich, kann ich ihn hinführen zur vernünftigen Verantwortlichkeit, die aufs Ganze schauen will und die wirklich diese Kultur der Geschwisterlichkeit untereinander verwirklichen will. Okay, damit gebe ich weiter. Na, dann setze ich gleich mal an, weil ich finde das jetzt alles sehr spannend, um das jetzt mal klar zu sagen. Das Menschenbild des Homo economicus, welches in der Wirtschaftslehre angewendet wird und angewendet wurde, ist natürlich Schwachsinn. Punkt. Ende. Aus. Also darüber braucht man eigentlich im Großen und Ganzen nicht zu streiten, weil
der Homo economicus, der rein aus Verstandesnatur seine Entscheidungen trifft, der existiert einfach nicht. Der Homo economicus, welcher jetzt sagt, ja, ich habe jetzt hier die Ware hat jetzt XY Eigenschaften, dafür gebe ich XY Geld aus, eine andere Ware hat ein bisschen weniger Eigenschaften, deswegen weniger Geld. Wofür entscheide ich mich? Da kommt es jetzt darauf an. Und deswegen möchte ich gleich mal zwei Grundsätze erst einmal klarstellen. Das ist das Minimalprinzip. Mich würde natürlich total interessieren, wenn du meinen Vorwurf an die Marktwirtschaft, nämlich dass sie notwendig uns alle krank macht durch überzuckerte Nahrung, weil das durch die Wettbewerbsbedingungen erzwungen wird, wenn du darauf eingehen würdest und auf die Glückszerstörung, also die Unterdrückung des Liebeslebens zum Zwecke der Erzeugung von Konsumsucht. Konntest du da was mit anfangen oder nicht? Wobei, Thomas, also das, nimm das auf als Anregung von Dylan, aber du kannst dich jetzt ganz frei entscheiden, ob du erst deinen Faden weiterführen willst oder ob du jetzt auf diese Dinge so eingehen willst. Wir haben noch viele wie Zeit heute Abend und wir haben noch ganz viel Zeit bei weiteren Talks, ne, dass nichts verloren geht oder nichts zu kurz kommen muss. Erstens kein Problem, weil ich jetzt sowieso darauf hinkomme, weil wir stellen fest, Wirtschaft ist ein verdammt komplexes Thema. Und komplexe Themen gibt es nie einfache Antworten, sondern immer nur komplexe Antworten. Also, es gibt zwei Prinzipien auf dieser Erde, wonach das Wirtschaften definiert werden sollte. Und zwar das Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Beide Prinzipien werden in den derzeitigen Wirtschaftssystemen, egal wie sie heißen sollten, negiert. Das Minimalprinzip, welches dann aussagt, ein gegebenes Ziel mit den möglichst geringen Mitteln zu erreichen. Und das Maximalprinzip, ein mit gegebenen Rohstoffen zum Beispiel, das Bestmögliche zu erreichen. All diese Dinge werden derzeit komplett negiert. Und hier gebe ich an Dylan dann einfach komplett recht. Hier werden Partikularinteressen über das Gemeinwohl gesetzt, um eine entsprechende höhere Gewinnabschöpfung zu Lasten der nicht so starken Wirtschaftssubjekte betrieben. Ich denke, das leuchtet zurzeit jeden ein und wir sehen das auch immer stärker. Mit derjenige, der natürlich mit billigen gezuckerten Waren unterwegs ist, hat natürlich einen Preisvorteil über biologisch dynamische Gewächse, welches aber für uns gesünder sind. Gesundheit ist aber nicht im Sinne derjenigen, welche erstens diese Partikularinteressen vertreten und dadurch eigentlich auch nicht gewünscht. So, also was macht man? Man durchdringt das komplette Leben und setzt das komplette Leben als Wirtschaftsgut an. Man sieht es in der Gesundheitspolitik, man sieht es in der Sozialpolitik, man sieht es sogar in den Familien. Und deshalb ist die ganze Sache, Gemeinwohlprinzip auf jeden Fall der richtige Denkansatz. Wie dieser insgesamt ausformuliert werden sollte oder müsste, dafür stecke ich noch zu wenig drin und kann mir bis jetzt noch nicht so die rechte Meinung dazu bilden, inwiefern was ich jetzt dazu sagen habe. Ich bin jetzt einfach hier ziemlich spontan. Ich kann nur eins sagen, ich komme aus einer familienreichen Familie. Wir waren 7 Kinder. Piep, 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 piep. Gut, ich bin gleich fertig. Und selbst bei 7 Kindern, wo wir alle Schwester und Brüder waren, waren immer wieder Leute daran gelegen, mehr zu haben als der andere. Und da habe ich dann einfach festgestellt, mit diesen Menschen, es ist dann doch nicht so einfach, wenn man dann sagt,
Logik ist toll, aber wir verhalten uns nicht logisch. Da ist noch in vielerlei andere Dinge drin. Und da sage ich nur noch, Schopenhauer hat recht, indem er sagte, der Mensch tut, was er denkt, jedoch kann er nicht wollen, was er denkt. So, und ich gebe jetzt weiter. Ich gebe auch weiter, danke. Gela, möchtest du? Gela? Hallo? Ja, ja. Wir hören dich. Ja, ihr hört mich? Ja. Ja? Ja, leg los. Ich glaube, ich muss auch weitergeben. Ihr redet da jetzt über Markt, unterschiedliche Marktwirtschaften. Ich bin gerade eher immer wieder bei einem anderen Gedanken. Ich war heute auf einer Demo und habe ein Schild gesehen mit einem Foto drauf, wo eine Frau auf einem Stuhl sitzt, auf einem Marktplatz. Und mit einem Schild, ich bin von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Und ja, da habe ich mich jetzt eigentlich, habe ich mir Gedanken gemacht, den Nachmittag, also zum einen natürlich, wenn das jetzt, wenn auch so gehetzt wird gegen die Ungeimpften jetzt, die müssen vielleicht wie die Juden derzeit den anderen, die andere Straßenzeit benutzen oder so, dürfen nicht mehr wie die Juden nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater, nicht mehr in ein Restaurant. Und natürlich ist dann auch noch die Frage, Volksgemeinschaft, wie kommt man da überhaupt rein? Man muss sich anpassen, wenn man aber sich selber leben möchte, eigenen Geist hat, eigene Ideen lebt, die der Gemeinschaft fremd sind, schon ist man ausgeschlossen und kommt vielleicht unter die Räder. Also man schafft es nicht, sich selber in Notzeiten, sich und seine Familie über Wasser zu halten, in Notzeiten jetzt. Dann gebe ich weiter, das war mein Beitrag. Ja, vielen Dank, Gela. Dann bin ich jetzt wieder dran. Thomas, ich möchte dich ermutigen, weiterhin. Du hast jetzt noch einmal so betont, so deine Erfahrung auch in der Familie mit dem egoistischen Element, dass irgendwie jeder doch mehr haben wollte. Natürlich gibt es da zwei Ebenen, dass man sagen kann, ja, das kann ja daran liegen, dass wir in der Marktwirtschaft und damit in einem krank machenden System aufgewachsen sind und deswegen dann einen krankhaften Egoismus entwickelt haben. Aber ich bin auch der Meinung, wir müssen darüber reden, dass wir sicherlich den krankhaften Egoismus abbauen wollen und können. Aber was ist mit dem gesunden genetischen Egoismus, den jedes Säugetier nun einmal eben hat, laut Biologie zum Beispiel. Und wie kommen wir möglichst nah diesem selbstlosen familiären Teilen und Schenken, möglichst nahe, ohne dabei aus meiner Sicht völlig, und die Bonobos haben da eben eine gute Lösung, da schenken die Männer wirklich alles selbstlos den Frauen und Kindern, aber das ist daran geknüpft, dass die Frauen dann auch genauso selbstlos ihre Gunst und Liebe an die fähigsten Schenker zum Beispiel auch dann auch sehr großzügig ihre Liebe und ihre Zuwendung verschenken, was dann mit einer statistisch erhöhten Vaterschaftswahrscheinlichkeit einhergeht. Aber jetzt will ich zu Gela noch ganz kurz sagen, dass
dass wir hier heute über Tauschhandel und Markt reden, ist deswegen so wichtig, weil wir ja in der Kommune irgendwann vor dem Punkt stehen, wollen wir überhaupt nur noch mit Produkten leben, die wir selber herstellen in der eigenen Kommune, in der eigenen Kommune kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch ja da alles geschenkt wird. Aber was ist mit den Nachbarkommunen? Was ist da? Wollen wir dann mit denen Produkte austauschen? Die stellen bestimmte Produkte her, die wir gerne hätten. Entweder wir untersagen das oder wir stehen dann wieder vor der Falle, in die Marktwirtschaft zu tappen, in die Falle Marktwirtschaft. Und da kommt dann der Punkt, wo man dann sagen muss, wenn wir mit den anderen Kommunen in eine Art Tauschhandel einsteigen, dann muss dieser gemeinwohlwirtschaftlich kontrolliert werden. Es muss also gemessen werden, ob zum Beispiel bestimmte Produkte die Menschen krank machen. Und wenn sie die Menschen krank machen, dann müssen die Gewinne reduziert werden, damit eben dieses Profite machen durch billigere Ressourcen, die dann aber toxisch sind für die Menschen, damit dieses Profitspiel unmöglich wird. Also Gela, es hat schon auch sehr viel mit der Kommune zu tun, weil wir kommen irgendwann an diesen Punkt. Außerdem gibt es noch ein entscheidendes Argument. Ein ganz entscheidendes Argument. Denn was ist damit, was wäre, wenn die USA sagen würde, ja Deutschland, da ist der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, öff und der Weltrat und der Dylan und so, und die machen, es gibt jetzt da tausende von Kommunen mit Millionen Teilnehmern, und wenn dann in den USA jemand sagen würde, ja, aber so diese Kommunen, die fressen ja Kinder. Die fressen kleine Kinder. Da müssen wir militärisch eingreifen, die müssen wir platt machen, da müssen wir eingreifen, die fressen ja kleine Kinder. Das heißt, wenn dort die amerikanische Waffenindustrie also eben mal wieder Geld verdienen möchte und dann eben vorteilbringende Irrtümer entwickelt, nämlich die in Deutschland, diese Kommunenleute fressen kleine Kinder, und da müssen wir aus Menschlichkeitsgründen raus militärisch reinstoßen und die platt machen, dann wird automatisch die Masse der Amerikaner von dieser Gehirnwäsche und Propaganda dieser vorteilbringenden Irrtümer überzeugt sein, wird dem folgen und wird mit Begeisterung militärisch gegen unsere Kommunen vorgehen. Wenn wir das verhindern wollen, brauchen wir aber einen effektiven Tauschhandel, um die genügende Defensivrüstungstechnik zu haben. Und dafür brauchen wir dann auch wieder eventuell ein gewisses Marktgeschehen und dafür brauchen wir wieder die Gemeinwohlwirtschaft statt der Marktwirtschaft. Also insofern ist das alles nicht ganz unwichtig. Und ich bin gespannt, was FF sagen wird zu der militärischen Bedrohung, denn das ist ja kein Scherz. Die USA macht uns ja alle paar Jahre vor, wie sie bestimmte Märchen, vorteilbringende Irrtümer, wie die dort erfunden werden und damit ein milliardengelderbringender Krieg losgetreten wird und die Opferländer gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, weil ihnen ja Dinge unterstellt werden, die nie Realität waren, ne? Also, ich gebe weiter an Öff. Ja, danke an die Vorredner. Ich danke auch Gela, dass sie uns so ein bisschen auf den Boden der nüchternen Realitäten, die man da sieht, wenn die Frau da auf dem Stuhl sitzt und sagt, sie ist ausgegrenzt, wieder auf den Boden so hingewiesen hat. Ich versuche den Bogen zu spannen von der ganz großen allgemeinen Wertegesinnung zum Umgang dann auch mit den konkreten praktischen Dingen in dieser Hinsicht, wo ich ja extrem dringenden Handlungsbedarf sehe, weil ich wirklich merke, dass das jetzige System seinen Kurs da über Corona eine digitale Überwachungs- und Kontrollgesellschaft aufzubauen, sehr verbissen weiterverfolgt. Und spätestens, wenn sie kommen mit sowas wie einer allgemeinen Impfpflicht, dann wird es aber wirklich brenzlig. Und ja, da bin ich in der Praxis ganz eng dran, auch zu überlegen, wie ist da der praktische Umgang mit. Aber noch zwei, drei Sätze zu dem, was jetzt so auf der allgemeinen Wertereflexion gesagt wurde. Ich drück's mal so aus. Wenn wir wie die Bonobo-Affen leben würden,
Und dann würde plötzlich unser Denken im Sinne von Intelligenz, Werkzeugintelligenz ausbrechen. Dann hätten wir in 0, nix im totalen Überfluss gelebt. Also wäre unsere Bedürfnisstruktur und unser Atmen miteinander zu teilen dabei geblieben, wie es bei den Affen dann ist, dann wäre durch Feuer und Waffen und so weiter, hätten wir schwelgen können in gewaltigem Überfluss. Und das Teilen, ja, alle wären mehr als zufrieden gewesen. Das Problem ist, dass die Intelligenz, die bei uns ausbrach, eben nicht nur Werkzeuge schuf, sondern, egal ob man das jetzt Instinkt nennt oder wie auch immer, Bedürfnisstruktur, jedenfalls mehr als bei jedem anderen Tier konnten die einzelnen Motive ausbrechen aus einem Automatismus oder einem zügelnden Programm und konnten maßlos und pervers werden. Sodass dann der Mangel entstand, nicht weil er für uns mit Werkzeugen ausgerüstete Affen jetzt dann logisch gegeben gewesen wäre, aber weil unsere Bedürfnisse explodierten. Und dann tritt natürlich das ein, was Gandhi mal so gesagt hat, die Welt hat genug für aller Menschen Bedürfnisse, aber nicht für aller Menschen Gier. Und da sind wir dann eben aus dem Anfänglich haben wir unsere Familienkultur miteinander oder Familienstammeskultur miteinander offensichtlich ziemlich aufrechterhalten können. Dann aber durch das immer mehr Menschen und immer mehr auch Zusammenhänge, die nicht mehr so stammesmäßig oder familienmäßig verbunden sind, kam die Entfremdung mit rein und wir haben dem anderen misstraut. Die Verbundenheit war nicht mehr da. Wir haben mit ihm abgerechnet und auch gewaltsam uns bereichert oder durchgesetzt gegen die anderen. Die waren fremd und da haben wir uns nicht so verbunden gefühlt, dass wir sie groß berücksichtigen oder Rücksicht auf sie nehmen müssten. Frage ist nun, zentrale Frage, wie das auch Einstein und Freud in einem Briefwechsel dann mal gesagt haben, wenn bei uns kein Automatismus mehr da ist, der die Bedürfnisse zügelt, was kann sie denn so zügeln, dass das eben nicht diese Splittergier ist, diese ausufernde und pervers werdende Splittergier? Wie kann da der große Zusammenhang wieder reinkommen, den wir berücksichtigen, nachdem wir planen? Und planen sagt es schon, also Einstein und Freud kamen zum Ergebnis, eigentlich müsste diese neue Fähigkeit, die wir bekommen haben, die Intelligenz, das Denken, die Vernunft, müsste jetzt die vorherigen, ob instinktiven oder emotionalen Steuerungsmechanismen ersetzen und mit dem Blick aufs Ganze uns steuern können. Das ist an sich auch in der Vernunft angelegt, denn Vernunft heißt, ich will möglichst viel Sinnzusammenhänge mir denken können, am besten einen Sinn im Ganzen. Und dann würde ich nach dem gehen, was im Ganzen sinnvoll und wohltuend ist, nach der Verantwortlichkeit im Ganzen, global denken, lokal handeln. Also das ist strukturell in unserer Vernunft angelegt, aber sie scheint bei uns Menschen so schwach ausgeprägt zu sein, dass die Vernunft eher zum Werkzeug gemacht wird für die Erfüllung der Splitterbedürfnisse, statt dass sie die Steuerung oder überhaupt Werteorientierung übernimmt. Und so wie Einstein Freud, so sind dann einige andere Denker zu dieser Frage zum Ergebnis gekommen. Wir sollten uns fragen, wie können wir diese Weite und Verbundenheit und diese Kraft auch der Vernunftorientierung in uns so entwickeln, dass sie wirklich für echte Verantwortung auch greifen kann. Nur ein Satz noch. Wenn dann andere Völker da sind, vielleicht würden die auf kriegerische Gedanken kommen können. Aber die Antwort der Vernunftmenschen ist, dann lasst uns erstmal das freie Denken und Argumentieren mit ihnen so intensivieren, auch durch die heutigen Möglichkeiten. Ich habe auf das Freie Argumente Forum hingewiesen und so weiter, dass wir da erstmal die Vernunftverbundenheit versuchen, so stark wie möglich zumindest zu machen, dass wir nicht wegen, was weiß ich, irgendwelcher materiellen Dinge dann aufeinander draufhauen. Und in Richtung Gela noch als allerletztes, bei uns würde ja niemals mehr jemand ausgegrenzt mit Willkür oder Manipulations- und Gierinteressen, die gegeneinander prallen. Weil die Verbundenheit mit allen ist nur noch, dass sie denkende Wesen sind auch und wir als freie Argumente-Gemeinschaft alle einbeziehen wollen. Also keine Willkürdiskriminierung mehr. Deshalb soll im Argumenteforum vor allem ein Mechanismus auch sein, der jegliche Willkürdiskriminierung ausschließt. Muss noch genau entwickelt werden, aber ist die Kernabsicht. Gebe weiter. Gut, also letztendlich habt ihr alles bestätigt, was ich befürchte, nämlich, dass über die Gier nach Macht, über die Gier, über jemand anderem zu stehen, über die Gier, jemandem
einfach zu sagen, du hast jetzt das zu tun, weil ich es möchte und ich habe die Macht, die wirkliche Macht, es auch auszuüben, dass das ein wirkliches Menschheitsproblem ist. Und das ist nicht nur ein Problem, was wir jetzt da schnell mal hier über ein paar Sachen oder ein paar Stunden in irgendeiner Art und Weise lösen können. Das ist, was die Gela jetzt gerade gesagt hat, ist nichts anderes als die willkürliche, und ich sage es wirklich so, die willkürliche Machtausübung von bestimmt wenigen Personen über eine große Gemeinschaft ist. So ist auch die Macht, die jetzt da vorhin von Dylan angesprochen wurde, zum Beispiel der USA, nur bedingt aufgrund dessen, dass sie einfach draufklopfen, weil sie die Macht haben. Und nicht alle haben die Macht in den USA, das wissen wir auch genau. Das sind nur einige wenige, die die Macht haben. Aber diese Leute, die die Macht haben, die werden sie so freiwillig nicht abgeben. Egal mit welchem Konzept wir daherkommen, und das sage ich jetzt auch in klarer Deutlichkeit, und da muss ich auch sagen, Dylan hat da schon auch einen Gedanken gehabt. Angenommen, und jetzt mache ich dieses Gedankenspiel, angenommen, die Gemeinwohlwirtschaft setzt sich durch. Nehmen wir jetzt halt einfach mal ein Bundesland. Nehmen wir mal Brandenburg. Nehmen wir Brandenburg her, plötzlich entwickelt sich in Brandenburg über kleine Strukturen eine Gemeinwohlwirtschaft. Und das breitet sich aus wie ein Spinnennetz über ganz Deutschland. Wir sind eine Kolonie der Amerikaner. Und so schaut es erstmal aus. Und wenn wir jetzt hier anfangen, plötzlich amerikanische Wirtschaftsinteressen zu berühren in einer Art und Weise, dass die Leute keine Geschäfte mehr machen, dann werden sie draufhauen. Und zwar ganz massiv. Und zwar ganz böse, ohne dass wir uns irgendwie wehren könnten. Diese Gefahr ist auf jeden Fall da, weil, wie gesagt, die Gier und die Geilheit nach Macht enorm groß ist in uns Menschen. Ich höre immer vom Bonobos, was ist mit Schimpansen? Was ist mit Gorillas? Was ist mit Orang-Utans? All diese Gene stecken in uns drin. All diese Gefühlswelten stecken in uns drin. Und wenn wir über Vernunft reden, dann können wir maximal über die Vernunft der Gefühle sprechen. Was ist vernünftig? Welche Gefühle lassen wir zu? Welche sind gesellschaftlich akzeptabel? Und welche sind gesellschaftlich nicht akzeptabel. Und wenn etwas nicht akzeptabel ist, inwiefern wird dann die Macht ausgeübt, um den anderen zu disziplinieren? Also die Disziplinierung der Persona Corrupta ist doch hier meines Erachtens das große Grundproblem. Und ob sie es glaubt oder nicht, ich habe da wirklich keine Lösung. Ich stelle das jetzt erstmal nur so fest. Ich gebe mir da auch keine Denkblockaden auf, aber mir ist nicht im Klaren, wie wir das Konstrukt Machtgeilheit und Gier nach Macht aufbrechen können. Das ist wieder, was Gela dann gesagt hat. Diese gute Frau, die jetzt da einsam auf ihren Stuhl sitzt, ich bin ausgeschlossen, höchstwahrscheinlich, weil sie nicht geimpft ist oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten, lassen wir das mal. Da gibt es Mächtige, die sagen, hey, du erfüllst nicht die Voraussetzungen, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Tut uns leid. Pech gehabt. Entweder machst du das, was wir wollen, oder tschüss. Diese Spaltung ist ja nichts Neues in dieser Gesellschaft. Divide et imperare, mein Gott, wie alt ist dieser Grundsatz schon? Also hier wird es problematisch, sage ich mal. Und
wir kommen da schlecht weiter, wenn wir uns nur über Mechanismen unterhalten, sondern wir müssen wirklich auf den Kern des Menschen zurückkommen. Und der ist wirklich nicht ganz einfach zu beschreiben. So, das war's jetzt schon. Gela, du wolltest was sagen. Oder habe ich das missverstanden jetzt gerade? Das war nur das Piep, 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 war das nur. Sorry, ich bin schon wieder ruhig. Ja, danke schön. Bin ich ja sehr neugierig, wie es jetzt weitergeht. Ich nehme mal an, der Öffi wird erzählen, dass egal wie schlecht der Mensch sein kann und viele Menschen das sind, es geht darum, selber mit gutem Beispiel voranzugehen und dadurch schon im Himmelreich zu sein, weil man mit seinem Gewissen im Einklang ist und zu wissen, dass man das Beste tut, was man machen kann. Und irgendjemand hat jetzt vielleicht höhnisch gelacht, aber das kann nur der Dylan gewesen sein, dessen die anderen Mikes sind aus. Sonst hätte ich gedacht, der Thomas wäre es gewesen. Aber du bist böse. Also auch nach unserem Telefonat, nicht, dass ich das irgendwie irgendwie werten will. also ich bin neugierig, wie es weitergeht und freue mich, dass wir hier sind und gebe weiter. Gela, bitte, wenn du möchtest. Gela, möchtest du? Bin ich dran? Wenn du, ja, los. Hört man mich, ja. Ja. Also ich empfinde das eigentlich schon so, dass wir in einer Umbruchphase sind. Ich habe ja letztens schon mal erzählt, dass ich ein Plakat gesehen habe, auf dem Stand drauf, Wir hören dich gut. Also der Umbruch der Übergangsgesellschaft, das war auf dem Plakat drauf. Das hat mich ja damals schwer beeindruckt. Übergangsgesellschaft, haben wir was in der Hand, wohin es geht? Im Grunde ist das so, dass jetzt in dieser Umbruchszeit, es gibt ja viele Leute, die suchen jetzt ein neues Schulsystem und überhaupt sind viele alternative Menschen dran, neue Systeme, so wie ihr, Dylan und Öffi, neue Systeme auszutüfteln und eine Verantwortungsbildung versuchen, in die Gemüter der Menschen zu bringen. Und ich denke, mit den Medien hätten wir die Möglichkeit, sehr schnell ein anderes Bewusstsein, Verantwortungsbewusstsein zu bekommen und einfach über Nachhaltigkeit und Frieden in einem viel größeren Ausmaß nachzudenken, wo dann eben auch sowas wie das amerikanische Militär sehr schnell entlarvt werden könnte, wenn das alles ausgebaut werden würde und könnte. In der Gemeinschaft, in der Kommune oder vielmehr anders gesagt, um sich selber leben zu können, muss man mit den Menschen zusammen sein, die einem gut tun, die das Gleiche wollen oder das Gleiche leben können und sehen können, wie am besten wie man selbst, aber einfach ja in eine Richtung gehen. Und ob das jetzt die Bonobos oder die Orang-Utans oder ob man wie es die Löwen machen, ein System entwickelt, das sollte eben eine Absprache sein und könnte von Kommune zu Kommune im Grunde so sein, wie die es möchten. Ich denke einfach, es ist so viel möglich. Und ja, eine Absprache.
das über eine Absprache praktiziert wird. Freie Argumente. Also, dass einfach viel möglich ist. Dann gebe ich weiter. Ja, danke, Gela. Also, was ist das Entscheidende? Erstmal, Gela, kann ich dich beruhigen. Alles Know-how ist schon vorhanden. Der Plan für die Übergangsgesellschaft, alles Know-how, wie man mit allem umgeht, ist schon vorhanden. Das Entscheidende ist die Frage, wie kommen wir zu einem Wachstum der Kommune? Und da ist das, was ich empfehlen würde, Luis und Gela und Antonia und so weiter, sich konzentrieren auf die eine Sache, zu schildern hier, was ihr im Moment für einen Tagesablauf macht und wie das, denn schließlich wollen wir ja die Welt dadurch retten, dass wir in Deutschland 50 Millionen Menschen haben, die in Kommunen zusammenhängen leben. Also wir wollen ja eine neue Realität schaffen. Wir wollen also nicht eine Kommune mit 10 Leuten, sondern mit 50 Millionen Kommunennetzwerk schaffen. Und was ihr diesbezüglich tut, das ist die entscheidende Frage. Und da müsste man drüber sprechen, welche eventuell vorteilbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft in unseren Köpfen uns daran hindern, das Richtige zu tun. So, und jetzt gehe ich auf die anderen Sachen ein. Auch Gela, was vorhin angesprochen hatte mit der Frau, die ausgeschlossen ist sozusagen. Ja, wir leben nach gemeinwohlwirtschaftlicher Sichtweise und nach der Sichtweise von Weltrat und Next Scientists for Future, also der Analyse der neuen Volkswirtschaft, naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL, leben wir in einer Diktatur der Gesundheitssparten. Es ist ganz einfach so, dass die Gesundheitssparten lauter vorteilbringende Irrtümer entwickelt haben, die dazu geführt haben, dass quasi Geschäfte mit der Krankheit zum Normalfall wurden und dann zum Beispiel ist eine völlig unrealistische, übersteigerte Sicht hat sich evoluiert in der Evolution der Gesundheitssparten, nämlich dass Viren in der Bedeutung für Gesundheit und Krankheit ungefähr um das 1000-fache an Bedeutung überschätzt werden und gesunde Ernährung, gesundes Wasser, gesunde Luft und so weiter, Bewegung und so weiter, um den Faktor 1000 unterschätzt wurden in den Gesundheitssparten. So, und dadurch solch einen vorteilbringenden Irrtum wurde quasi jetzt die ganze Welt darauf orientiert, dass 8 Milliarden Menschen möglichst alle 3 Monate geimpft werden müssen und das dann die Bürger bezahlen müssen und im Zweifelsfalle irgendwann auch mit Gewalt gezwungen werden, sich impfen lassen zu müssen. Übrigens interessant vielleicht für uns alle, dass 15.000 Menschen in Frankreich vom Gesundheitswesen sich geweigert haben, sich impfen zu lassen und lieber rausgegangen sind, weil sie nämlich ihre eigene Sparte kennen und wissen, wie gefährlich die ist und genau wissen, weil die brandgefährlich ist, lasse ich mich natürlich auch nicht impfen, weil ich Erfahrung habe mit meinen Kollegen und deren Schädlichkeit. Ja? Also, und dann nur noch so ein paar Stichworte. Die Schimpansen und Gorillas sind eben genetisch in wesentlichen Punkten völlig anders. Das ist genau richtig, dass wir müssen immer ständig vergleichen, warum sind wir in bestimmter Hinsicht ähnlicher den Bonobos als den Schimpansen und vor allem auch sehr viel ähnlicher als den Gorillas, die zum Beispiel ein Haremsystem haben und so weiter. Also das heißt, wir haben eben nicht die Gene der Gorillas und der Schimpansen in uns, sondern doch überwiegend die strukturell von der sozialen Intelligenz haben wir eigentlich die typischen Bonobo-Gene in uns. Und dann die letzten Gedanken noch. Bonobos haben 12-mal täglich Sex. Das heißt, sie haben 0 Konsumsucht, gerade weil sie befriedigt sind. Wir brauchen also in der Kommune
befriedigte Menschen, denn nur wenn sie null Konsumsucht entwickeln, kommt es zu null Übernutzung der Erde. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Und wie gesagt, das auch Konzentrieren auf den konkreten Tagesablauf, das halte ich für den Schlüssel zu allem. Weil wenn wir da nicht rangehen, dann dümpeln wir einfach so weiter dahin, sind vielleicht 10 Leute, aber wir erreichen niemals die 50 Millionen, die wir in Deutschland bräuchten. Ne? Also wir müssen dann schon versuchen, ranzugehen, welche vorteilbringende Irrtümer hindern uns darin, einen sinnvollen Tagesablauf zu machen. Ich gebe weiter an Öff-Öff. Bitte auch mit meiner, vielleicht mit der Antwort auf meine Frage, was hältst du von der Überlegung, was ist denn mit dem Tagesablauf los? Tun wir denn schon das Richtige? Haben wir durch die Argumente schon den richtigen Weg des richtigen Handelns für den Tagesablauf gefunden oder eben leider noch nicht? Ich gebe weiter. Ja, danke an die Vorredner. Jedenfalls greife ich gerne auf jetzt, also wir sind jetzt 21.42 Uhr. Um 10 Uhr sehe ich ja immer so die Abschlussglocke quasi schwingen, so ungefähr. Also von daher könnte das jetzt mein letzter mehrminütiger Beitrag dann sein. Und ich nutze ihn, um wirklich auch sehr ins Konkrete zu gehen. Ich fasse bezüglich der allgemeinen Orientierung nochmal zusammen. Es käme darauf an, den nötigen vernünftigen Weitblick, liebevolle Verbundenheit, mit dem Ganzen so weit aufzubringen, dass wir auch fürs Ganze verantwortlich sein können, was zwangsläufig für uns immer mehr zur Aufgabe wird, weil wir so mächtig werden, weil unsere Intelligenz uns auf jeden Fall so Werkzeuge und Waffen liefert, dass wir nachkommen müssen mit dem vernünftigen und liebevollen Verantwortungsbegriff. Ihr kennt alle so Sätze wie von Gandhi: Im Zeitalter der Atomwaffen ist die Frage, ob die Menschheit zur Gewaltfreiheit fähig wird, ein Schicksalsfrage. Und genauso kann man sagen, im Zeitalter der Hightech, wo wir so mächtig werden, dass wir vielleicht ins Weltall greifen und uns mit digitaler Überwachungsdiktatur Big Brother mäßig hier einpferchen können, ist die Frage, ob unsere freie Vernunft zu einem Verantwortungsargumente demokratischen Umgang fähig wird, die Schicksalsfrage. Also kommt es darauf an, wie können wir diese Weite der Vernunft und Liebe entwickeln. Da glaube ich als Reformschritte eben, dass ich das ganz toll finde, also die Next Scientist for Future mit der Wohlfühlstimme, wo sie also sagen, jeder Mensch möge doch mal konstant darauf betrachten, darauf schauen, was tut ihm denn eigentlich wie sehr gut und was nicht. Schon das kann die Menschen so aus ihrem Splitterbewusstsein lösen, wo sie nur auf den Augenblick schauen, suchtmäßig wie der Heroinabhängige. Ich brauche den Kick im Augenblick jetzt. Er könnte schnell merken, dass ihm das schlecht tut, wenn er da konstant schaut, was macht das mit mir? Also die Wohlfühlstimme könnte der Weg raus sein, aus dem Splitterbewusstsein zu mehr Denken in Verantwortungszusammenhängen. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, lasst uns diese Kommune-Experimente machen. Ich will nicht so weit gehen, den Leuten jetzt auf den Tagesablauf zu gucken. Der ist natürlich am Ende auch ganz wichtig, die Realität, wie wir leben. Aber ich glaube, ich spreche lieber konkret aus an Thomas auch und ich meine, Luis und Gela sind ja da in Berlin auch schon mit aktiv. Ich glaube, es gibt konkret kein besseres Modell für diese Verantwortungsentwicklung, also was da möglich ist, als das Demokratiefürsorgecamp in Berlin, wo die Querdenker ja schon gesagt haben letztes Jahr, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt, wir wollen die Lösung sein. Das Zeltcamp sollte das Herz dieses Bleibens sein. Alle, die in Berlin sind und die da mitmachen können, das zu unterstützen oder auch selbst sich direkt zu beteiligen an diesem Konzept der Experimentalkommune vor den Toren der Macht als Alternativmodell, kann ich nur einladen, macht das. Ne? Also das Internetforum kann uns die geistige Austauschzentrale sein. Macht fürs Demokratiefürsorgecamp mit, so gut ihr könnt. Das führt in die Praxis, führt auch dazu, wie ihr gemeinsam, auch was das äußere Leben, die Lebensgestaltung angeht, schon mal anfangt, euch miteinander abzustimmen. Und das ist super. Und mein Beitrag, also ich bin immer überall, wo ich bin, an solchen Kommune-Experimenten beteiligt. Ich will niemals mehr alleine leben und niemals mehr in privater Wohnung oder was weiß ich. Immer, wo ich lebe, muss Kommune-Experiment sein. Weil das muss jetzt passieren. Da müssen wir ran. Aber ein wichtiger Beitrag, den ich dazu noch liefern will,
auch gerade jetzt, wo wir merken, das System fängt an, die Daumenschrauben vielleicht gewaltig noch zuzuziehen, mit allgemeiner Impfpflicht oder sowas, die droht. Ich glaube, dass Napoleon schon recht hatte, stärker als die Gewalt der Waffen, der äußeren Gewalt, auch des amerikanischen Militärs, ist die Kraft des Geistes oder der Vernunft. Wir müssen zumindest hoffen, dass egal, ob das auch durch Gewaltvorgänge unterstützt werden müsste, wie auch immer, aber wir müssen ja hoffen, dass am Ende die vernünftige Orientierung die Menschen verbinden kann, dass sie gemeinsam schauen, was ist aufs Ganze gesehen, gut und verantwortlich und sich danach dann richten. Und da kann ich konkret einladen, ich habe sozusagen als Strategie für mich auch, egal ob ich damit vom Kanzleramt irgendwann jetzt in absehbarer Zeit mit dem Zelt sitze oder wie auch immer ich das einbringe, ich werde es auf jeden Fall an Staatsanwaltschaft und Kanzleramt und Reichstag in Berlin auch hinschicken jetzt, schon mal als Text. Ich habe überlegt, wie kann man diese Strategie, die Geisteswaffe sozusagen, jetzt anspitzen bis zum Äußersten. Also wie kann man Argumente nennen, wo jemand, der sagt, allgemeine Impfpflicht, entlarvt werden kann, dass das vom vernünftigen, moralischen, auch juristischen Gesichtspunkt her ein eigentlich absolut unhaltbarer Anspruch ist. Und schaut ins Forum, der letzte Beitrag, an dem ich da ziemlich gut ausführlich noch gearbeitet habe, jetzt, der enthält diesen Ansatz jetzt zu einer Strategie, die man auf den Tisch hauen kann. Ich danke und beim nächsten Mal wahrscheinlich mit einer kurzen Verabschiedung vielleicht noch, ne? Ansonsten war das jetzt mein letzter inhaltlicher Input. Ich gebe weiter. Nun gut, also konkrete Frage von Dylan. Wie kann man sowas alles in den Tagesablauf, integrieren? Ich sag mal, derzeit sind wir alle noch in irgendeiner Art und Weise gezwungen, in dieser Gesellschaft unsere Brötchen zu verdienen und mehr oder weniger. Und mehr oder weniger. Moment, mehr oder weniger. auch wenn es den Kopf schüttelt, tut mir leid, dass ich das jetzt erstmal so sage. Für mich persönlich bin ich hergegangen und habe über die Jahre hinweg versucht, meinen Konsum wirklich herunterzuschrauben. Einfach mal klar zu werden, was tue ich denn? Was kaufe ich denn? Was bedeutet ein Kauf eines bestimmten Gutes, was ich haben möchte, auch umwelttechnisch, sozial und insgesamt, was macht es mit unserer Gesellschaft? Und da stelle ich halt einfach fest, wenn wir, oder für mich ist es einfach gut, wenn ich einfach sage, du, wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufe, dann weiß ich ganz genau, dass dieses T-Shirt irgendwo in Südostasien unter erbärmlichen Bedingungen gefertigt wurde. Das weiß ich einfach, weil das mittlerweile alles bekannt ist. Aber was tun wir? Wir versinken, und das ist natürlich Dylans große Kritik, wir versinken in einen Konsumrausch, weil wir, da hat er durchaus recht, unbefriedigt sind. Wir sind absolut unbefriedigt, weil wir keine, wirklichen Aufgaben mehr haben. Wir sind einfach nutzlose, nicht nutzlose, willfährige Büttel von wenigen. So, und dieses versuche ich für mich persönlich zu durchbrechen. Mehr kann ich erst einmal gar nicht machen. Aber ich fühle mich wohl dabei. Ich fühle mich wohl dabei, auf Konsum zu verzichten, weil ich es eigentlich nicht benötige. Und ich bin deswegen auch noch so einigermaßen zufrieden, weil ich durchaus Hobbys habe, die ich fröne, die ich gern mache. Ich habe mir jetzt sogar während der Corona-Zeit das Nähen beigebracht, weil ich das auch eine ganz angenehme Sache finde. Also, das heißt, wenn ich im Alltäglichen schon mal versuche, so wenig wie möglich zu konsumieren, mich nicht jetzt hier versuche zu sagen, so, ich brauche jetzt wöchentlich dieses und jenes, weil ansonsten bin ich unglücklich, da versuche ich mich wirklich frei zu machen. Ich bin natürlich nicht frei, aber ich versuche es zumindest. Das ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Ja, und ansonsten ein kurzes Schlusswort. Danke für die sehr angenehme Runde. Neue Gedanken, neue Ansätze können nie schaden.
Und ja, ich wünsche euch allen erst einmal, bleibt gesund und verliert nicht den Mut. So, ich gebe jetzt weiter zu Luis. Ja, danke Thomas. Also es wäre jetzt natürlich sehr interessant, bei dieser Telco oder bei der nächsten oder wann auch immer, dass du mal Öffis letzte 30 Jahre aus seinem Mund hören würdest, weil er halt tatsächlich angeblich ohne Geld lebt und dir das auch anbieten würde. Nicht, dass er große Hoffnung hat, dass du tatsächlich seinem luxusarmen Angebot folgen würdest. Das tut nämlich keiner. Und die, die es mal ausprobieren, machen das auch wieder rückgängig. Aber möglich ist es dennoch, wenn man dem Öffi glauben kann, was ich zumindest gerne immer probiere und bisher nicht auf die Schnauze gefallen bin. Und ja, die Idee mit dem Tagesablauf vergleichen finde ich sehr gut. Ich bin nicht extrem zufrieden mit meinem Tagesablauf zurzeit. Ich werfe jetzt mal so ein paar Sachen zusammen, aus denen ich dann versuche weiter zu basteln. Also mein nigerianischer Reggae-Musikfreund hat mir heute erzählt, dass er sich impfen hat lassen, weil er quasi nicht reisen kann und weil ihm das wichtig erscheint. Und ich kenne jetzt mindestens zwei Leute, ihn und den Matthias Öffi, den du mir damals als weiteren Kollegen vorgestellt hast, der aber dann doch wohl eher kein Kollege ist. Jedenfalls zwei Leute, die geimpft sind, aber eigentlich gerne ungeimpft wären. Und ich würde interessant finden, mal zu überlegen, was wäre denn jetzt der fast worst case, also der worst case wäre, alle Ungeimpften werden getötet oder zwangsgeimpft, aber solange man quasi in Komplizenschaft mit geimpften Menschen, zum Beispiel ein Geimpfter besitzt offiziell diese und jene Ländereien und die Ungeimpften, die mit ihm in Sympathie sind, können da dann quasi ihr Parallelbusiness, ihr Parallellebensstil aufziehen. Also das scheint mir erstmal interessant. Ich finde natürlich auch sympathisch, wenn Dylan davon redet, wie können wir 50 Millionen Deutsche quasi mobilisieren. Aber ich wäre jetzt überrascht, wenn es klappt. Ich würde eher denken, dass die allermeisten unserer jetzigen Mitstreiter unter immer massiverem Druck halt auch zusammenbrechen und sich impfen lassen, so dass ich allerdings damit rechne, dass wir mehr geimpfte Komplizen haben können, falls wir nicht selber auch zu geimpften Komplizen werden. Und da fände ich dann spannend, wenn jetzt bla das Telefonnetz zusammenbricht oder das Internet und wenn man nur noch zu Fuß latschen kann und das bei Nacht versteckt, wo wir uns denn alle verabreden, um da unser Parallelsüppchen zu kochen. Ja, dann möchte ich noch erwähnen, also ich war heute mal wieder in so einer Telefonkonferenz, wo jemand, der also zufällig Österreicher ist, vom österreichischen Vereinsrecht gesprochen hat. Seiner Schilderung nach, die kann stimmen oder auch nicht, es ist mit 2.400 Euro verbunden, was den Dylan natürlich gleich sehr skeptisch macht, mich natürlich auch, aber im Gegensatz zu, wie ich Dylan kenne, bin ich immer noch neugierig, das trotzdem weiter zu beleuchten. Also es gibt quasi diesen Typen und die sogenannte Frau, die halt denkt, die BRD, GmbH, Auseinandersetzung mit, naja, also halt Leute, die denken, dass sie durch gewisse Formulierungen und gewisse Handlungsweisen sich mit den illegitimen Ordnungskräften quasi erfolgreich auseinandersetzen. Dann gibt es das Königreich Deutschland und Deutschland 276 und wahrscheinlich noch andere. Und ich würde, anstatt die einfach nur als irrelevant abzutun, würde ich gerne die richtige Balance finden, wie man quasi forschen kann, ob an irgendwas von dem was dran ist, so dass man diese Komplizenschaft unter würdevollsten Bedingungen realisieren kann. Bei diesem österreichischen Verein ist es scheinbar so, man könnte seinen ganzen Besitz dem Verein überschreiben, einem Verein, den man selber gründet. Man definiert dann die
Danke schön. Ich überziehe auch mal kurz. Man definiert dann die Aufgabe des Vereins so, dass es quasi so ist, dass der Besitz des Vereins von einem selber, weil man selber die Aufgabe des Vereins erfüllt, dass der Besitz einem optimal in die Hände spielt, aber dass man ihn nicht durch Enteignung verlieren kann, angeblich, so wie der Thomas das darstellt und nicht nur er. Der Dylan sagt das auch, wenn die Mächtigen gieriger werden, dann setzen sie ihre Macht so ein, dass es wurscht ist, was legal ist oder nicht. Das ist zu befürchten, vielleicht auch nicht. Naja, also diese ganzen Sachen interessieren mich und da wäre ich neugierig, was ihr dazu sagt. Und Thomas, ich kann dich schon mal einladen. Also ich bin jetzt seit, 2 Monaten, gebe ich kein Geld mehr für Essen aus, weil du von Brötchen verdienen gesprochen hast. Ich kassiere 2 Bäckereien ab, ihren Müll quasi, bevor er in der Mülltonne ist. Da kann ich dich mitverpflegen, wenn du möchtest, wenn du mit Gebäck alleine klarkommst. Und T-Shirts, ja, kann man natürlich auch Secondhand kaufen. Das soll jetzt nicht blöd klingen. Also ich glaube, es gibt da ja sehr, sehr krassen Spielraum. Vor allem, wenn man dann mit geimpften Komplizen zusammenarbeitet. Ja, ich bin neugierig, was ihr denkt. Ich hoffe, das kaspern wir weiter aus. Würde mich krass freuen, Thomas, wenn du weiter dabei bist. Vielen, vielen Dank für die Session. Ich gebe weiter an Angela. Dich, Gela. Ja. Ach so, der Fairness halber noch, Thomas, du hast jetzt gehört, dass das aufgenommen wird. Oft wird es auch in YouTube reingestellt. Das wäre vielleicht, falls du das jetzt noch nicht gehört hast, nochmal. Ich weiß, das hast du mir das letzte Mal gesagt, ja. Ah, perfekt, danke. Ja, ich wollte das auch sagen, solange man geizig geil mitmacht und so ein T-Shirt kauft. Ist man Komplize von diesem ganzen System. Und wir werden halt eben alle als Komplizen missbraucht. Und dementsprechend sollte man einfach seine Handlungen hinterfragen. Das kann einem natürlich nicht passieren, wenn man 12-mal am Tag Sex hat, weil da kommt man nicht mehr aus dem Bett raus. ist natürlich auch eine Art zu leben. Aber es gibt auch Menschen, die wollen ohne Sex leben und sind damit glücklich und deswegen brauchen sie auch, weil sie glücklich sind, zum Beispiel, weil sie eben kreativ leben, in der Kreativität leben, zum Beispiel, dass sie eben nähen oder sonst irgendwelche Sachen machen, ist es nicht in diesem Suchtverhalten verankert. Was ich noch gerne betonen möchte, ist Kommune, auch wenn man das im Bett verbringt, wenn man Kommune lebt, es menschelt immer. Also die Menschlichkeit oder das ja, die Auseinandersetzung mit Befindlichkeiten gehört einfach, das ist ein großes Thema, das ich nicht so gerne habe, zum Beispiel. ja, das waren jetzt die Gedanken, die mir da jetzt noch dazu eingefallen sind. Dein Thema ist auch spannend, Louis. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da mal ein bisschen drüber reden oder informieren. Also ich möchte mich da auch gerne besser informieren. Und das war mein Beitrag jetzt wieder mal. Und ich verabschiede mich auch von euch allen. Danke. Ja, und jetzt sind wir in dem Modus, kurz und schnell, letztendlich, wir versuchen jetzt nur noch ganz kurz das Ende für heute zu finden. Und meine Bemerkungen sind, also Thomas ganz kurz, hier oben
nexts4f.de ist also die Homepage von Weltrad und da findest du dann ein paar Zentimeter weiter runter, wo ist es, vom Anfang der Seite findest du den Link zu der Partei des Gemeinwohls, PDG, kann ich dir nur sehr empfehlen, weil, wie gesagt, die VWL und BWL sind aus naturwissenschaftlicher Sicht restlos veraltet und müssen unbedingt völlig neu gedacht werden. Dann ganz kurz nur dazu, Gela, das mit dem 12-mal täglich 6, das soll uns nur daran immer wieder erinnern, dass es eben einen naturwissenschaftlichen Standpunkt gibt, der sagt, dass die Konsumsucht und die Übernutzung der Erde erst dann aufhören kann, wenn die Menschen wirklich befriedigt sind und solange sie aber noch dem Befehl der Marktwirtschaft, dass Sexualität pfui ist, folgen, könnte es eventuell schwierig sein mit der Befriedigtheit und damit bleibt dann auch die Konsumsucht und die und dann wir haben noch zu viel aus meiner Sicht Diskussion um alles Mögliche und deswegen empfehle ich fürs nächste Mal die Konzentration auf den Tagesablauf, denn ich konzentriere mich ja auf die Parteiarbeit. Ich versuche ja, die PDG hochzuziehen, aber ihr konzentriert euch ja auf die Kommune. Und da solltet ihr euch selbst aber auch immer die Frage stellen, mache ich denn schon das, was dazu führen kann, dass die Kommunen so schnell wie möglich und so qualitativ wie möglich wachsen können. Tue ich da überhaupt schon das Ganze? Ich erinnere nochmal daran, dass ich im Prinzip praktisch jeden Abend 20.15 Uhr zur Verfügung stehen würde zum Kommunenplenum, zum Online-Telco-Kommunenplenum. Dass wir das auch zum Thema machen sollten, damit es nicht immer ein Philosophiekreis bleibt. Das immer zur Zeit sehe ich so, dass wir einen relativ folgenlosen Philosophiekreis im Moment gerade noch machen. Und wir sollten mehr praktisch werden und über das praktische alltägliche Leben sprechen. Ja, wir suchen das Ende. Von mir aus können wir vertagen auf nächste Woche. Und wie gesagt, dann so mein Tipp, was ist mit dem Tagesablauf und wo ist dieser Tagesablauf aufgrund bestimmter vorteilbringender Irrtümer der Marktwirtschaft eigentlich so, dass er vielleicht gar nicht zu dem Ziel Kommunenwelt Deutschland 50 Millionen Teilnehmer gar nicht führen kann. Ja? Ich gebe weiter und wir suchen ja den Schlussbereich. Ja, danke an alle Vorredner auch wieder. Wir können das nächste Mal schon, ich denke jetzt schon in Überschriften dann halt für das nächste Mal, wir können dann schon die Frage sozusagen stellen, wie konkret und praktisch können wir das Wichtigste der Veränderung in den Fokus nehmen? Ich garniere es mit ein bisschen öffischer Frechheit. Was glaubst du, Thomas, wie viele Leute ich treffe, die sagen, mein Weg in die Richtung zu einer verantwortlicheren Welt ist, dass ich individualistisch bei mir ansetze und an meinem Konsum rumschraube? Das ist alles gut und schön, aber es bleibt in der individualistischen Verkapselung. Also wenn es zur Kommune als entscheidende Dimensionen sowas wie die gemeinsame freie Argumentekultur und die Menschheitsgeschwisterlichkeit gehören, dann komme ich da nie ran, indem ich nur so in mir individualistisch verkapselt bleibe und nur an meinem Konsum rumschraube. Und also ich bin da der Ansicht, dass das auch der Punkt ist, der dann in dem schon jetzt in unserem Austausch oder Umgang miteinander uns mehr oder weniger zufrieden machen kann. Und auch in der Kommune dann zeigen könnte, das gibt den Menschen das, worauf es am meisten ankommt. Denn das ist nicht das individualistische Schraube, sondern das ist wirklich die Befriedigung im Miteinander, im Miteinander sprechen, denken, in der Geschwisterlichkeit, die man miteinander lebt. Und das halte ich sogar noch für vorrangig als den Sex. Ne? Also diese geistige und geschwisterliche Zärtlichkeit ist noch wichtiger als die sexuelle, aber die kann dann auch dazukommen. Ja, wie kann man das verbinden? Und meine ganz konkrete Einladung schon jetzt, packt alle mit an, also vor allem, wenn ihr da in Berlin seid, nicht in der eigenen Wohnung verkapselt bleiben, sondern bei diesen wesentlichen Weichenstellungen von eigener Lebensgestaltung über freie Argumentekultur bis zu Geschwisterlichkeit, gelebter Geschwisterlichkeit, tut euch zusammen und geht an dieses ganz frei gestaltbare Experiment ja dann des Demokratiefürsorgecamps, also der Alternativkommune vor den Toren der Macht und jetzt auch als Hebel, damit wir nicht plattgewalzt werden von dem kommenden Diktatursystem. Also tut euch zusammen, setzt euch hin, denkt drüber nach, wie ihr konkret
konkret und praktisch aus dem Einzelgängertum zum gemeinschaftlichen Kommunenengagement euch Kräfte bündeln könnt. Ja, das kommt ja, wie das konkret alles dann noch vom eigenen Leben über die Gemeinschaft bis zur Revolutionstätigkeit, wie das eben so im Einzelnen noch weiter ins Konkrete gedacht werden kann, könnte gern die Überschrift auch sein für nächstes Mal, dass wir da diesen Fokus auf die Konkretisierung aufs Wesentliche, schon gleich von Anfang an sehr stark zum Zielpunkt machen. Ich danke euch. Bei mir muss es nicht mehr ankommen. Ich umarme euch durchs Internet und freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich noch mal was sagen soll. Ich probiere es einfach. Ja, ich bin in der Hinsicht sehr zurückgezogen, weil ich schon häufig genug auf die Schnauze gefallen bin mit meinen Ansichten und mich auch schon gegenüber mächtigeren Leuten irgendwie angelegt habe. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Eins muss ich sagen, es macht mir Spaß, einfach mal erstens mal darüber nachzudenken, zweitens mit euch den Austausch hier zu pflegen, wie das mit der Kommune ist und so weiter und so fort. Lasst mir mal ein bisschen Zeit. Ich muss mich da erstmal hier entsprechenderweise daran gewöhnen, dass so etwas da ist. Ja, ich bin da ein kleines Gewohnheitstier. Und ich sehe, Louis wollte mich ja auch schon öfters mal bekehren und so weiter, wo ich dann immer abgewunken habe. Louis, du weißt doch, ich bin ein alter Zyniker und lass mich da jetzt halt eigentlich gar nicht mehr so richtig einspannen. Aber ich schaue mir das jetzt erstmal an und ich muss sagen, das hat mir jetzt nochmals, ich wiederhole mich, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann mir es durchaus vorstellen, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei sein könnte. Ja, und ansonsten, Leute, live long and prosper. ganz einfach. Macht's es gut. Danke. Ja, wundervoll. Es läuft nicht immer so erfolgreich, wenn ich Leute einlade. Ja, also nochmal danke an alle und Dylan, vielleicht nutzen wir mal so ein Abendsding. Ich habe meistens ein bisschen später Zeit, 8:45. Oder wir machen so ein morgens 10 Uhr, meintest du ja auch, hast du oft Zeit. Ich fände mal spannend. 8:45 ist auch völlig okay. Ja, ich fände mal spannend, mit dir alleine die Chance zu nutzen, die angesprochenen Sachen ein bisschen detaillierter auszustreiten, wenn man so sagen will. Ja, und ansonsten bin ich neugierig, was jetzt rauskommt bei den schwelenden, schwebenden Themen und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Ja, nur ganz kurz, jederzeit. Sagt mir einfach, welchen Abend, 20:45 Uhr, können wir dann jederzeit einrichten. Gela, dein Schlussfindungswort? Gela, wir hören dich. Ja, ihr hört mich schön, danke. Ja, also mein wichtiger Satz, den ich heute gelesen habe, den sage ich mal nochmal. Ich bin von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Das hat mich heute sehr beeindruckt, darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt. Im Moment denke ich aber auch, dass ich in dieser Volksgemeinschaft, wie sie war oder wie sie im Moment noch ist, auch gar nicht dazugehören möchte und kann. Mein Schlusswort ist ein Spruch, den ich auch die Tage gehört habe, und der geht so: Wenn die Regierung alles über dich weiß, ist es Tyrannei, und wenn der Bürger alles über die Politik weiß, ist es Demokratie. Das ist mein Schlusswort. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, Gela, kannst du es nochmal wiederholen? Den letzten Satz? Ja. Wenn die Regierung alles über dich weiß, ist es Tyrannei. Und wenn der Bürger alles über die Politik weiß, ist es Demokratie. Prima. Und wenn jeder alles über jeden weiß, ist es Paradies. Ja.
Und Gela, vielleicht für dich als Hinweis, das alles ist schon reales Konzept auf der Seite Partei des Gemeinwohls PDG zu ergoogeln. Da steht das Gesamte genau dieses, dass wir alles über die Politik wissen und damit echte Demokratie kriegen. Das ist da alles als Plan realisiert. Aber ich konzentriere mich auf diese Parteiseite und ihr konzentriert euch sehr stark auf die Kommunenseite. Aber dann, wenn dann auch die Kommunenseite eben so richtig aufbauen, dass auch dort wieder das demokratische Gute auch entsteht. Und eben, das darf nicht marktwirtschaftlich sein, denn das führt zu dieser Isolation, nämlich zu diesem, bin ausgeschlossen. Ja, denn genau das macht die Marktwirtschaft. Ne? Und das ist dieses System. Ja, hat noch jemand was ganz Wichtiges oder können wir zum Ende rufen? Alle fertig, ja? Bald um Abend, alle, schlaf gut. Ja, tschüssi, bis bald. Und schöne Luis, wie gesagt, alle. Jederzeit melden, jederzeit. Super, danke, macht's gut, ihr alle. Tschüssi, bis dann. Tschüss. Ahoi. Tschüss.